Hallo zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute gibt's mal wieder was zu Drachenzähmen leicht gemacht. Genauer gesagt zu Toothless, zu ohne Zahn. Ich habe hier so eine kleine Deluxe-Box und die schauen wir uns heute in diesem Video mal an. Wahrscheinlich wird das Video ein bisschen länger. Wenn es zu lang wird, mache ich mehrere Teile. Aber das werden wir ja dann sehen. Ich mache das wie immer ganz spontan. Ihr wisst Bescheid. So. In dieser kleinen Box haben wir hier den kleinen ohne Zahn drin, also in einer Cartoon- oder Baby-Darstellung. Und das ist aber nicht alles, denn wir haben bei dieser Figur einige Geschichten mit dabei, die wir austauschen können. Ist also im wahrsten Sinne des Wortes eine Actionfigur. Das seht ihr gleich. Jo, hier haben wir die Nummer, hier haben wir das DreamWorks Dragons Logo. Hier oben sieht es so aus von der Seite. Haben wir ohne Zahn mit einem kleinen Fisch. Hier liegt er auf allen Vieren, die Flügel ausgebreitet. Auf dieser Seite seht ihr, dass er auch seinen Plasmastrahl, seinen Flammenstrahl mit dabei hat. Und hier steht er ganz einfach, wie wir ihn kennen. Auf der Rückseite eine fliegende Pose, eine stehende und eine grinsende. Das hier sind die üblichen Verdächtigen. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das Ganze mal aus. Das ist also eine richtig, richtig coole Geschichte. So, ich öffne es mal hier oben. Dann können wir den ganzen Inhalt, der aus 2 oder 3 Blistern besteht, einfach komplett hier rausziehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ihr seht schon, wir haben hier 2 Köpfe. Ein dritten Kopf ist hier schon dran. Hier ist der Plasmastrahl, ein Fischchen mit dabei. Dann haben wir hier 2 Vorderbeine, hier ohne Zahn nochmal extra eingepackt, mit Flügelchen, mit Schwänzchen. Das ist aber noch nicht alles, denn wir haben hier den nächsten Lister. Hier sind 2 alternative Flügelchen mit dabei, ein Schwanzteilchen und 2 alternative Hinterbeine. Und hier nochmal 2 alternative Hinterbeine, also 4 alternative Hinterbeine. Und hier haben wir auch noch eine Base, einen Figurenstand, wo wir ohne Zahn dann fliegen darstellen können. Das ist großartig, oder? Also richtig, richtig cool. Und beides immer mit Doppelblistern. Ich dachte erst, es sind 3. Nee, wir haben so gesehen 4 Blister. Von oben und unten wird das Ganze zusammengehalten. Und hier ist das Ganze genauso. Ein oberer Blister, unterer Gegenblister. So, jetzt werde ich das Ganze hier mal aufpacken. Hier ist ein dickes Klebeband drumherum. Jetzt habe ich das hier einmal rundherum aufgeschnitten, den Kleber. Jetzt kann ich das alles hier nach oben mal wegziehen, damit nicht alles aus der Verpackung hüpft. Und hier seht ihr schon ein bisschen mehr Einzelheit. Ohne Zahn haben sie hier extra noch in Tütchen gepackt. Und ja, mit dem fangen wir auch mal an. Und dann schauen wir uns die ganzen Einzelteile an. Und ja, mal gucken, wie das Ganze hier rüberkommt, wie das wirkt und was wir alles machen können. Darum wird es ein bisschen umfangreicher, ne? So, ich nehme den Kleinen hier mal raus. Ja, ist schon mal nicht ganz komplett. Hier Flügelchen und Schwanzteil. Das stelle ich auf die Seite. Und wir haben hier den Kleinen ohne Zahn. So wie er jetzt dasteht. Ich kann ja das hier nochmal ganz schnell draufstecken, was sehr, sehr, sehr einfach geht. Hätten wir hier eine Größe, ganz grob, in der Länge mit dem Schwänzchen nach oben, 11 cm. Und die Höhe wäre hier bei 9,5, fast 10 cm. Jetzt machen wir mal das Schwänzchen. Nö, kann es gar nicht nach hinten machen. Da brauchen wir das andere Teil. Aber kann ich es schräg machen? Jetzt kann ich es auch drehen, sitzt ein bisschen fest. Wenn es zu fest sitzt bei euch, nimmt warmes Wasser. Ja, nicht kaputt drücken. So, ne, ihr seht, es geht auch alles ganz einfach raus. Könnt ihr wieder dran stecken. Also ich kann das Schwänzchen auf jeden Fall nicht nach hinten biegen. Das bleibt tatsächlich so schräg. Ne? Das könnt ihr dann entsprechend die Schwanzspitze so schräg hinmachen, wie euch das am besten gefällt. Ihr könnt das alles 360 Grad drehen. Punkt. Ja, das heißt, in der Länge wird ohne Zahn hier nicht beeinflusst. Von dem her. So, und wie ich hier schon sehe, ihr könnt halt wirklich alles bewegen. Also ihr könnt alle Einzelteile hier wegmachen und ihr könnt vor allem auch das Füßchen hier unten drehen. Seht ihr das? Ihr könnt es 360 Grad drehen und ihr könnt es vor allem auch noch kippen. Seht ihr das? Hier ist das kleine Schaltbügelchen dran von Higgs, ja. Und ja, Details sind goldig. Was ich hier gleich noch dazu sagen muss, das ist kein Spielzeug. Also das richtet sich definitiv
an Sammler, Spielzeug kannst du vergessen, denn es fällt euch unfassbar schnell auseinander. Ihr könnt wirklich alles abnehmen. Ja, ich sag ja, das Schwänzchen, ihr könnt es wegmachen, dran machen. Das Teil könnt ihr wegmachen, dran machen. Ihr könnt auch den Kopf hier wegmachen. Ich ziehe einfach mal. So, dann haben wir nämlich den Kopf in der Hand. Müssen wir auch wegmachen. Hier ist das Gelenk. Hier ist der kleine Sattel. Der ist hier ebenfalls am Kopf dran. Seht ihr das? Könnt ihr auch wieder dran machen. So, und die Köpfe kann man ja wechseln. Das heißt, nicht erschrecken. Ihr könnt es einfach hier nach vorne wegziehen und die anderen Köpfe dran machen. Das ist der Hammer. Auch die Ohren könnt ihr drehen, könnt ihr bewegen. Ihr könnt hier mit den Ohren oder Hörnchen wackeln, die so hinmachen, wie es euch am besten gefällt. Das ist komplett irre. Und dann halt der Kopf wieder einfach zum Draufschieben. Zack. Und dann sitzt der. Hier sind natürlich nicht schöne Zwischenräume dazwischen. Ist halt so. Und ja, aber das ist schon... Junge, Junge, also ihr habt da wirklich alle Möglichkeiten. Ja, hier haben wir einen einfachen Kopf. Das Mäulchen ist geschlossen, ist kein Gelenk dran, könnt ihr also nicht öffnen. Die typischen ohne Zahnaugen, hier reißt die Farbe ein bisschen aus am Rand. Es ist dieses helle Grün mit der schwarzen Pupille, was schön glänzt, ihr seht's. Und Lichtpunkt haben sie auch noch gesetzt. Dann hier die Stachelchen auf dem Kopf, die Schuppennäschen. Es ist wirklich goldig gemacht. Auch hier der Übergang zu dem festen Teil, auch auf den Hörnchen, auf den Ohren. Und die könnt ihr, wie schon gesagt, bewegen. Hinten auch die kleinen Wärzchen zu sehen. Und ja, seitlich die Teilchen auch noch mit Wärzchen versehen. Also, es ist der Hammer. Und hier ist der Sattel dran am Kopf. Das finde ich vielleicht ein bisschen zu weit vorne, wenn er mich fragt. Aber ja, ist halt der Hicksattel, ne? Mit den Möglichkeiten, sich zu halten. Einfach hier so dran klipsen und dann, ja, ist es halt hier am Kopf dran. Ne? Zum Körper. Das hier ist der Hals. Auch den könnt ihr so verdrehen, wie ihr es wollt. Ihr könnt es auch nach links und rechts schwenken. Hier ein Stück von seinem Sattelzeug, was hier über die doppellinigen Rückenstacheln gehen. Also wir haben hier eigentlich schon den Alpha-Modus. Ja? Fehlt nur noch, dass sie blau sind. Die Flügel, Flügelchen liegt hier neben mir, ist auch nochmal extra angesteckt mit diesem Gelenk. Das Gelenk könnt ihr auch noch rausmachen für die anderen Flügel. Lässt sich bewegen, hier seht ihr das auch. Auch den Flügel könnt ihr ganz einfach rausziehen und könnt es auch entsprechend reinstecken, nach oben, nach unten oder so drehen. Wie euch das am besten gefällt, ist vollkommen egal. Und ihr seht schon, wenn man hantiert, die Sachen fallen halt alle relativ schnell ab. Auch hier der Fuß extra beweglich. Hier schöne Details, was das Silber angeht und auch dieses Braune von dem ganzen Gurten. Ja, und die Nietchen zu sehen. Also das ist schon, wow, das ist schon klasse. Die Flügel ganz einfach zum Auf- und Abbewegen und Drehen, beide Seiten gleich. Schuppen findet ihr hier auf dem Modell nicht. Ihr seht, die Haut haben sie eher glatt gelassen. Aber hier noch ein paar Stachelchen, die hier auf dem Schwanz, auf dem Schweif weitergehen. Und diese Lederbänder, die sind schon schön und sauber bemalt. Ebenfalls diese kleinen silbernen Nieten. Das ist schon toll gemacht. Hier an den Füßen auch noch ein paar Schuppen zu sehen. Die Krallen haben sie extra bemalt in einem Grau. Also das ist schon goldig. Das hier ist nicht ohne Zahns Bauchnabel. Das brauchen wir dann, um ihn auf die Base hier draufstecken zu können, wenn man ihn in einer fliegenden Pose nachstellt. Also, diese Beinchen sind hier schon dran, aber wie ihr gesehen habt, wir können die Beinchen auch noch wechseln. Jetzt stecke ich ihm hier mal wieder den Kopf drauf, vorsichtig mit dem Sattel. Einfach so reinstecken und sitzt auch schon. Und so habt ihr halt die Möglichkeit, den Kopf hier so zu drehen, so positionieren, wie euch das am besten gefällt. Und, ups, was ist jetzt schon wieder abgefallen? Ja, der Flügel, egal. Er ist halt ultra goldig, oder? Alleine so schon. Er ist so goldig, der kleine Scheißer. Das ist der Hammer. So, jetzt mache ich aber die Flügel hier nochmal dran. Hab's nicht fest genug reingedrückt. Den anderen Flügel auch noch gleich. So, wunderbar. Und das hier wäre die einfache Position von ohne Zahn. Und ihr könnt ihn halt einfach so aufstellen, wie es euch am besten gefällt. Ja, also das ist ja schon mal ultra goldig, meine Güte. Ich hole hier gleich meinen Felsen und stelle ihn mal hier so drauf. Und wenn du ihn so siehst, bist du ja eh schon verloren, oder? Da hat er dich.
Der gute Kleine ohne Zahn. Also ultra süß die Figur. Muss man wirklich sagen. So, jetzt haben wir ja noch ein paar Zugaben aus dem ersten Blister und das schauen wir uns jetzt hier mal ganz schnell an. Ich sage, ich werde versuchen, mich nicht allzu lang dran aufzuhalten, denn du kannst hier ein stundenlanges Video machen. Ja? So, hier Folie ist alles raus. Dann hier noch zwei alternative Vorderbeinchen, wo er quasi etwas mehr in die Hocke geht, also quasi so eine Spielpose oder er schnüffelt oder er lauert. Ihr seht, es ist eine ganz andere Pose. Auch wieder mit diesen Metallschienen hier dran und dem Lederzeug, ja. Also es ist wirklich, es ist großartig. Auch die kleinen Schüppchen, die Krallen hier wieder bemalt. Ich finde es auch schön, dass die innere Kralle ein bisschen absteht von den anderen. Ganz anders wie die Figuren seiner Zeit für den Spin Master, ja. So, dann das erste Köpfchen haben wir uns ja schon angeschaut. Total goldig, total lieb. Mit einem geschlossenen Mäulchen. Jetzt kommt das nächste Köpfchen, ganz frech, mit der Zunge, mit der gespaltenen Zunge, ja, ohne Zahn, ne? Er hat die Zähne nicht ausgefahren. Ihr seht, es sind zwei Farbtöne, wir haben hier ein Altrosa oben und unten und die Zunge ist hier ein bisschen in heller bedruckt, was mir gut gefällt. Auch das sind noch liebe Augen, er guckt verspielt, der will spielen. Und hier auch nochmal breite Pupillen mit einem Lichtpunkt drin. Ist fast die gleiche Position wie bei diesem Köpfchen von den Augen her. Aber er sieht halt einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Ja? Auch hier die kleinen Stacheln auf dem Kopf goldig gemacht. Keine störenden Gussnasen, wie ich jetzt finde. Ne? Und ja, hier innen, das ist noch vom Maul, das ist Teil, was hier einfach draufgesteckt wurde. Aber richtig, richtig goldig. So, und jetzt haben wir hier ohne Zahn, mit Zahn. Und ihr seht, hier haben sie die Augen schmäler gemacht. Ja, das ist nicht mehr ganz so lieb. Ich meine, das ist immer noch frech, aber man sieht schon, was alleine das hier für eine Wirkung hat. Ja? Auch hier die Details, die kleinen Hörnchen, die Schuppen hier wunderbar gemacht. Das Näschen ist goldig, die Zähne schön weiß mit einem Rosa innen. Und so sieht dieser Kopf hier aus, okay? Und die können wir dann entsprechend austauschen. Ich zeige euch das mal ganz schnell. Kopf einfach so abziehen und dann hier nach vorne ziehen. Zack. Und dann den Kopf drauf. Mal gucken, geht es auch so gut? Wow, nee, das geht nicht so einfach. Da muss ich noch ein bisschen drücken. Aber ihr könnt schon sehen an diesen Balljoints, ihr könnt natürlich auch die Ohren hier wegmachen. Also hier ist ein nicht ganz so easier Punkt. Einfach so nehmen und drücken und auch ein bisschen wackeln immer wieder. Ne? Bei so einem Fall nehmt warmes Wasser. Ne? Ihr könnt hier nichts kaputt machen. Ist PVC, da bricht euch nichts ab. Das ist kein Thema, ist ziemlich elastisch. Aber bevor euch zu sehr anstrengt, nehmt warmes Wasser, macht die Teile wärmer, dann geht's besser zusammen. Okay, so würde jetzt ohne Zahn, ich mache die Ohren wieder dran, so würde es ohne Zahn aussehen mit den Zähnen. Ja, also ein ganz anderer Kopf. Sattel mache ich hier auch wieder dran, so. Köpfchen wieder draufstecken und wir haben hier wieder einen ganz anderen ohne Zahn. Also was so ein Köpfchen ausmacht, ist schon der Knaller. Ne? Also hier schon nicht mehr ganz so lieb, würde ich mal sagen. Ja, ich meine, es ist auch noch immer ein nettes Grinsen, aber von dem her. So, damit ihr das mal gesehen habt, mal das Köpfchen wieder runter und wir machen den dritten Kopf drauf mit der Zunge. So, das wieder rausziehen. Und hier haben wir den nächsten Kopf. So, ganz grob aufgeschickt. Wie schon gesagt, ich nehme da warmes Wasser, dann geht es auch besser zusammen. Ne? Aber jetzt hier für das Video reicht es eigentlich. Und den Kopf stecken wir auch hier gleich wieder drauf. So, und dann hat es wieder eine ganz andere Wirkung. Ja, also ist auch total goldig, wie ich finde. Super. So, dann haben wir ja jetzt auch noch die alternativen Füßchen. Das heißt, wir machen die ja mal weg und machen die anderen dran. Ihr seht, auch das total easy. So, und jetzt geht hier ohne Zahn schon nach vorne. Also als ob er schnuppert, ja, oder einfach spielen möchte. Ihr könnt mal sehen, was das ausmacht, wenn da andere Füßchen dran sind. Also es ist echt klasse, die Möglichkeiten, die euch hier gegeben werden. Und wir haben hier ja auch diesen
kleinen Fisch hier mit am Start. Den können wir ihm geben. Und der hat natürlich jetzt die ideale Pose dazu. Ihr seht, der Fisch ist oben grau, hat ein weißes Auge mit einer schwarzen Pupille. Von unten ist es hellgrau, wurde hier auch zusammengesteckt. Sehr unsauber. Hier ist auch ein kleiner Chip, was die Farbe angeht, dran. Und das könnt ihr ohne Zahn jetzt hier zum Beispiel geben. Ne? Schnuppert einem Fischchen total goldig, oder? Ist doch der absolute Oberknaller. Und ihr könnt natürlich auch noch das Köpfchen entsprechend so verbiegen, wie es euch am besten gefällt, oder den Fisch hinlegen. Aber wenn er so ein bisschen steht, ist es Weltklasse. Also auch das, die Möglichkeit habt ihr. So, das nächste, was diesem Set hier beiliegt, ist dieser Plasma-Schuss-Feuerball. Der ist nicht blau, der ist transparent in lila gegossen. Vorne haben sie ein bisschen weiß besprüht und der sieht so aus. Ne? Ist auch nett gemacht. Jetzt habe ich aber in keinem der Köpfe ein kleines Loch im Maul gefunden, wo man das reinstecken könnte. Ihr könnt's ihm aber hier, denn direkt in der Mitte sind die Zähnchen hier leicht gespalten. Ihr könntet's ihm so in die Zähnchen ins Maul legen. Hält aber nicht. Das heißt, eigentlich gibt's für solche Action-Geschichten nochmal kleine Aufstellerchen. Mal gucken, ob das hier in diesem Set auch dabei ist, denn ihr seht hier eine kleine Öffnung, eine kleine Vertiefung und das ist genau für diese Effektsachen da. Also ihr könnt quasi so einen kleinen Ständer aufbauen, wo das dann drin steckt und dann halt einfach vor sein Maul hinmachen, dass es so aussieht, als ob er hier gerade Feuer spuckt, ja, sein Plasmastrahl hier verschießt, vielleicht auch ein bisschen weiter weg, also die Möglichkeiten habt ihr, ja. Ich finde es trotzdem nett, dass sie das hier mit reingelegt haben. Mal schauen, ob da an der Base noch was mit dabei ist. Also, das sind die Geschichten aus der ersten Schicht. Jetzt werde ich das hier mal ganz schnell öffnen, ist auch mit Klebestreifen gesichert und das kann ich jetzt hier einfach öffnen. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Sachen an, die da drin sind. Denn auch das ist natürlich absolut fantastisch. Ich beginne hier mal mit diesen Flügelchen hier. Brauche ich das gar nicht aus dem Hintergrund nehmen. Ihr seht, das ist einfach ein ausgebreitetes Flügelchen. Natürlich auch mit einem Gelenk hier an der Seite dran. Und die Flügelchen sind natürlich gekontert. Ja, aber die können wir hier ohne Zahn schon mal anstecken. Ich mache die hier mal raus. So, jetzt bleibt hier das Teil drin, kann ich aber auch rausziehen. So, das Gelenk hier gleich wieder dran machen, dann ist es wieder drin. Und jetzt stecken wir ihm mal die Flügelchen hier an, einfach so dran machen, wunderbar. Hier das zweite Flügelchen, zack. Und jetzt hat er hier geöffnete Flügelchen, auch ideal für eine Darstellung im Flug, ist klar, ne? So, den setze ich jetzt hier mal drauf mit seinen Beinchen. Ist auch schon wieder gleich eine ganz andere Pose, die ihr hier darstellen könnt. Ne? Ist klasse. Dann haben wir hier noch mit drin ein anderes Schwanzteilchen. Das heißt, das können wir hier auch auswechseln. Das hier mal weg. Die Kuppe weg. Die kommt jetzt hier drauf. Zack. Hier, schaut mal. Da sind seitlich auch so kleine Schuppen dran. Und natürlich auch der Lederriemen. Und das können wir ihm jetzt hier einfach so wieder drauf machen. Ne, hier geht es von der Seite weg, entweder nach oben oder nach unten, ist auch kein Problem. Dann habt ihr hier einen ganz langen ohne Zahn. Boah, mit dem Teil hier hätte er schon eine Länge von fast 18 cm. Das ist doch der Knaller, oder? Also, sehr schön eine Pose, um ihn fliegend darzustellen. Jetzt haben wir hier noch Hinterbeinchen. Die sind ebenfalls entsprechend skulpturiert, also ganz kurze Beinchen, wie wenn er hier schlafen oder kriechen würde, die könnt ihr auch ansetzen. Ich mache die Flügelchen hier mal ein bisschen zur Seite, die Hinterbeine können wir wegmachen und durch diese hier ersetzen. Einfach dran drücken und dann liegt das Beinchen ganz eng an. Ne? Ihr seht schon, das ist so eine richtige kauernde, fast kriechende oder schlafende Pose mit diesem Füßchen. Ja, ist auch, also wirklich total goldig. Ich glaube, das eine Beinchen soll hier mal reichen. Dann haben wir noch eine Alternative. Und zwar das hier. Auch hier die Krallen selbstverständlich bemalt, ein paar Schüppchen dran. Und die sind dann schon wieder ein bisschen höher.
So, damit ihr das mal seht. Das hier ist das ursprüngliche Beinchen. Ihr seht, das hier ist mehr gestreckt, das hier ist so ganz leicht gebeugt und das hier wäre halt komplett. Also drei unterschiedliche Posen, ist großartig. So, jetzt haben wir eigentlich alle Sachen, die ihr hier austauschen könnt, besprochen. Ich lege das mal auf die Seite. Und jetzt kommen wir hier zu unserer Base. Sehr wichtig. So, wir haben hier einmal die Grundplatte. Warum sie sich da jetzt für transparent... So, jetzt wurde ich gerade unterbrochen. Also, sie haben sich hier für so einen milchigen Farbton entschieden. Ist natürlich, wenn es auf einer Glasvitrine steht, optimal. Oder halt, egal wo es draufstellt, hätte man auch schwarz nehmen können. Ihr seht, das ganze Ding ist durchzogen mit lauter Löchern, damit ihr entsprechend die Aufstellhilfe so positionieren könnt, wie es euch am besten gefällt. Gerade wenn ihr ohne Zahn fliegen lasst mit seinem Plasmastrahl, dann braucht ihr natürlich entsprechend ein bisschen Platz für so eine zweite Standhilfe. Und wie es aussieht, haben wir die hier für sein Geschoss. Ich muss mir das mal angucken. Dann sind hier auch noch zwei Ersatzgelenkteile drin für die Flügelchen, was ich großartig finde. Und das ist halt die Standhilfe für unseren ohne Zahn. Ja, also das hole ich hier mal raus. Die Form, die Gestaltung ist immer unterschiedlich. Es ist auch hier egal, welche Seite ihr nach oben oder nach unten nehmt. Ihr seht, ist mit Schräubchen verschraubt, die ihr auch nachziehen könnt, was sehr gut ist, ne? Denn die lösen sich teilweise mit der Zeit ein bisschen. Und dieses Teil könnt ihr halt hier auf der Platte da positionieren, wo es euch am besten gefällt. Ja, jetzt muss ich mal nach dem anderen Teil hier gucken, was hier noch dabei liegt. Ihr seht, ihr könnt es dann so zusammen oder aufklappen, wie es euch am besten gefällt. Ich sage ja, warum man jetzt gerade diese Form gewählt hat. Ja, wie auch immer. Ihr habt halt hier einige Möglichkeiten. Spiel damit, damit ohne Zahn hier knapper über der Oberfläche fliegt oder halt höher. Ne? So, dann haben wir hier noch dieses kleine Teilchen mit dabei. So, hier ist auch so eine Kugel dazwischen, wo ihr das ein bisschen bewegen könnt. Und das ist eigentlich für dieses Teil hier. Ja, es ist dieses kleine Teil. Hier ist auch noch eine winzige Gussnase dran. Würde ich euch empfehlen, schneidet sowas immer ab, entweder mit dem Cuttermesserchen oder mit so einer ganz feinen Zange. Ja, das mache ich hier mal. So, seht ihr das? Dann ist es nämlich auch richtig schön rund hier vorne. So, und das hier ist halt die Frage, geht es hier unten rein? Oh je, eher schlecht aus als recht. Aber ja, komm, jetzt lass mich mal gucken, geht es hier rein? Ja, ich hab's drin. Da könnt ihr das dann quasi draufstellen. Also sprich, das würde dann irgendwo hier nach vorne kommen, beziehungsweise so rum. So, dann kann man nämlich mit der Höhe hier variieren, ne? So sieht man das. Das hält ganz schwach drin. Aber das reicht eigentlich schon. Jetzt mache ich das hier mal rein. Muss man halt probieren, wo man es hinmacht, in welcher Höhe und in welcher Position vor allem. Hier ist übrigens auch noch eine kleine Gussnase dran. Ich habe hier meinen Seitenschneider, so nennt man das. Und es zwickt also wirklich bis ganz dran. Die Dinger sind echt genial, ne? Aber auch bitte keinen Scheiß kaufen, holt euch was, was taugt. Die sind nicht teuer. Aber da gibt es halt saubillige und es gibt ein bisschen bessere. So, ohne Zahn hat jetzt hier mal die Beinchen bekommen für eine fliegende Pose, die ausgestreckten Beinchen und die ganz kleinen Füßchen hinten. Hier haben wir auch die Flügel dran. Ja, ich mache ihm mal einen anderen Kopf hier drauf. Und zwar vielleicht den Kopf mit den Zähnen. Und schaut mal, ich habe es zusammengebaut, dann könnte das zum Beispiel so ausschauen. Ja, so fliegt er durch die Luft und hat die kleine Flamme hier im Maul, beziehungsweise pustet es gerade aus dem Maul. Das hier wäre ohne Zahn in einer random fliegenden Pose. Ihr könnt natürlich andere Beine dran machen, anderen Schwanz, ist vollkommen egal. Ja, so könnte das dann in etwa aussehen. Die Flügelchen noch ein bisschen drehen. Ja, und das wäre eine von vielen, vielen Posen. Okay, ihr könnt auch ohne Zahn viel höher stellen. Hier schaut mal, dann wird er ganz hoch fliegen. Das hier, also der Plasmastrahl wäre dann eigentlich fast schon überflüssig oder fliegt halt jetzt gerade von ihm weg, weil er entsprechend ausgespuckt hat. Ja, aber könnt ihr dann lassen und dann könntet ihr die Figur hier mittig setzen
und auch was die Höhe angeht, entsprechend verstellen, dass er nach oben fliegt, gerade oder nach unten. Also die Möglichkeiten habt ihr. Ja? Also nur damit ich es hier mal ganz schnell gezeigt habe. Also ist ein schönes Set und so kriege ich das jetzt, glaube ich, auch noch alles in ein Video. Wie schon gesagt, hier, ihr habt drei ohne Zahnköpfchen, die wirklich nett gewählt wurden. Dann habt ihr hier noch Beinchen zum Austauschen. Ihr habt noch ein krummes Schwanzstückchen. Ihr habt noch alternative Flügelchen. Der Fisch ist hier mit am Start. In meinem Fall gibt es hier einen kleinen Chip. Und die beiden Beinchen. Von dem her soll es das mal gewesen sein. Also, ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Ihr wisst Bescheid. Ist eine schöne Figur. Damit die Kopfteile richtig passen, alles mit warmem Wasser ein bisschen erwärmen. Dann wird der Kunststoff auch gedehnt und passt beim nächsten Mal besser zusammen. Dann habt ihr überhaupt kein Problem. Ihr habt hier Möglichkeiten ohne Ende. Also, es ist ein großartiges Set. Aber wie schon gesagt, es ist kein Spielzeug. Das richtet sich definitiv an Sammler, ja. Ich überlege mir tatsächlich, ob ich mir das Set noch zweimal hole. Dann kann ich es halt mit allen Köpfen aufstellen. Und ich glaube, das gibt dann schon granatenmäßig gutes Bild. Ja, also wahrscheinlich werde ich es tun. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay. Yeah.